Zum Programm. Matthias Böhmichen stellt ein paar Zahlen und Fakten vor. Matthias, korrigiere mich, aber aus drei Cases, wenn ich es richtig im Sinn habe, vier sogar. Vier Anwendungscases automatisierter Texte und wie sich das Ranking dort verändert hat bei diesen vier Kunden. Ich glaube, sogar an einigen Stellen wird Ross und Reiter ganz klar genannt. Dann haben wir vor, so ein bisschen überzugehen in eine Diskussion, Björn, mit dir auch zu dem Thema Produktseiten und SEO. Macht man das? Warum sollte man das tun? Wann soll man es nicht tun? Und haben zur Verstärkung noch einen technischen SEO dabei, nämlich Romeo von SSI Schäfer oder Schäfer Shop ist, glaube ich, der Name, unter dem es noch besser bekannt ist, den wir dann auch in die Diskussion mit einladen wollen. Wir hatten einen ganz interessanten Austausch vor ein paar Wochen zu der Ausrichtung von Schäfer Shop mit AX Semantics und den automatisierten Texten. Und ich fand es so interessant, dass ich gesagt habe, Romeo, komm doch dazu. Wir reden heute über SEO. Und er war sofort dabei. Vor allem, als er gehört hat, wer hier sitzt und wer hier mitspricht, war er völlig begeistert und hat gesagt, das muss ich sehen, das muss ich auch Genau. sehen. Sehr gerne. Ich sehe gerade eine. Genau, wir zeichnen das Meeting auf. Da kam nämlich gerade eben eine Frage rein. Und zwar würde ich, die läuft schon seit 2, 3 Minuten. Die Lisa hat im Hintergrund das schon gemanagt. Dann ist es auch abrufbar für alle Teilnehmer. Das nochmal als Hinweis, dass sie da dabei sind. Genau, und mit allen Teilnehmern geteilt. Lese ich gerade mal parallel im Chat. Ich will jetzt gar nicht mehr lange vorreden. Matthias, magst du direkt übernehmen, deine Folien teilen? Das sollte einwandfrei funktionieren und deinen Vortrag starten. Und wir sind ganz lieb und brav und still und hören dir gebannt zu. Vielen Dank. Ja, gebannt. Alles klar. Gut. Genau. Hallo, mein Name ist Matthias Böhmichen. Ich bin der Chef von Avantego. Und es soll gehen um die Frage, automatisch generierter Content, was bringt der tatsächlich? Oder als Subtitle, wie Sie mit Content Millionen sparen. Was ich zeigen werde, ist im Wesentlichen A, ganz kurz, wer wir sind, wie wir vorgegangen sind und warum wir das so gemacht haben. Vier echte Beispiele, was es für die Kunden gebracht hat und vor allem ganz wichtig, was wir dabei gelernt haben und was die Zuhörer und Zuschauer daraus mitnehmen können. Meine Wenigkeit links, in der Regel ohne Krawatte, Matthias Böhmichen, meine Kollegin, die Frau Daniela Dohlinger, die ist aktuell noch in einem Kundencall, aber kommt nachher gleich mit dazu, macht den Vertrieb für Avantego. Wir sind seit, wenn ich das richtig im Kopf habe, 7 Jahren Partner bei AX Semantics. Salm, ich hoffe mal, das stimmt. Ich bilde mir ein, dass wir sogar der Erste waren. Wir machen als Avantego mittlerweile zu 99% Automated Content Creation, also in anderen Worten, wir erstellen mit der Software von AX Semantics Texte, beraten Kunden und implementieren das in der Regel für namhafte Kunden. Kunden, die AX Semantics einsetzen, kann man hier auf der netten Folie von AX selber sehen. Nicht alle von denen sind unsere Kunden, aber einige sind dabei. Zum Beispiel Doc Morris, Otto, Rewe. Das sind so Firmen, mit denen wir so typischerweise zusammenarbeiten. Das Problem, was wir hatten, um jetzt mal direkt ins Thema einzusteigen, ist, dass viele E-Commerce-Händler heute semantische Texte und die automatisierte Texterstellung nutzen. Das ist schön, die kommen damit zu uns und anderen Agenturen, die das implementieren. Aber wenn wir dann freundlich nachfragen bei Otto oder bei Rewe, hey, was hat das denn wirklich so gebracht, außer dass ihr unsere Rechnung bezahlt habt, dann kriegen wir selten eine sehr präzise Antwort. Und ich als ausgebildeter Erbsenzähler würde dann doch gerne mal wissen, um wie viel ist denn der Traffic hochgegangen, wie viel weniger Werbebudget müsst ihr raushauen, wie viel mehr Umsatz habt ihr und all diese Fragen beantworten Firmen nicht ganz so gerne. Also gibt sicherlich Ausnahmen, aber in unseren Fällen haben wir gefragt und leider keine für uns zufriedenstellende Antwort bekommen, außer dass im Sinne von, man hat die Zusammenarbeit mit uns sehr geschätzt und kommt gerne wieder auf uns zu und das tun die Kunden auch, aber für die Neukundenakquise war das natürlich ein bisschen dünn, will heißen. Wir haben nach einer Methode oder nach einer Antwort auf die Frage gesucht, was bewirkt eigentlich die in der Regel deutlich längeren Texte in Sachen SEO, Traffic und Umsatz. Und wie verhält sich das jetzt mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis? Also für wen rechnet sich das am Ende?
Und ja, haben wir eben nicht bekommen. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht, ob wir dort das anderweitig ermitteln können. Wie haben wir das gemacht? Wir wissen glücklicherweise, für welche Kunden wir gearbeitet haben. Also wir kennen die Firmen und wir kennen auch die Webseiten, auf denen hinterher die fertigen Texte erscheinen. Wir wissen, wann wir gearbeitet und geliefert haben. Und wir wissen in etwa, wie lange es dauert, bis ein längerer Text organisch rankt und zu mehr Traffic auf einer Webseite führt. Was wir ebenfalls nicht wissen, ist, wie lange braucht der Kunde, um all seine Texte in einem Shop live zu nehmen. Das hört sich jetzt vielleicht trivial an, wenn man einen WordPress-Shop hat mit 100 Produkten, aber wenn man so einen Otto- oder Rewe-Digital-Shop hat mit Hunderttausenden von Produkten und wo dann sich 4 oder 5 Leute unterhalten müssen, bis sie ausbaldowert haben, wie sie automatisiert 10, 20, 100.000 Texte irgendwo einstellen. Das sind Dinge, die passieren in der Regel nicht innerhalb von 5 Minuten. Das heißt, das kann schon mal ein Ticken, um das mal ganz diplomatisch zu sagen, Ticken länger dauern. Was wir von extern, wie jeder übrigens andere auch, messen kann, ist, sind öffentlich zugängliche Informationen. Also zum Beispiel, zu welcher Position rankt eine bestimmte Seite bei einer bestimmten Webseite, zu welchem Zeitpunkt, das kann man mit Tools messen. Unser Tools hier unser Tool der Wahl war und ist immer noch Ahrefs. Und die haben etwas, was man Organic Traffic nennt. Also die berechnen eine synthetische Zahl, die da lautet, wie viel organischer Traffic kommt über Google-Platzierung, nicht über Werbung, über organische Google-Platzierung auf die Webseite dieses Kunden. Und was müsste der Kunde theoretisch an AdWords ausgeben, wenn er keines dieser Rankings hätte? Sondern halt bei Google einfach Geld in den Schlitz zahlt, um bei Google AdWords 500-Euro-weise sich zu positionieren. Wir haben anschließend diesen Ranking-Value, diesen Traffic-Value zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Und zwar einmal zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Texte geliefert haben, also wo wir sicher sein konnten, dass der Kunde zwar schon einen Shop hat und wahrscheinlich auch schon dieses Produkt in seinem Shop gelistet hat, aber eben nicht schon unseren neuen schicken und vor allem in der Regel längeren Text. Und wir haben dann nach ungefähr 6 bis 9 Monaten nochmal gemessen, frei nach dem Motto, innerhalb von 6 bis 9 Monaten sollte A, der Kunde in der Lage sein, seine Texte live zu stellen und B, jetzt nicht erst nach 9 Monaten, sondern vielleicht nach 2, 3 Monaten maximal, den Rest der Zeit ausreichend sein, dass Google A die Seite indexiert und dann im Laufe der folgenden Wochen und Monate auch entsprechend neu bewertet. Man kann sicherlich diskutieren, ob das jetzt genau richtig ist, also, aber das war für uns zunächst mal die nach Möglichkeit einheitliche Maßgabe, dass wir dort diesen zweiten Zeitpunkt messen. 6 bis 9 Monate insofern ein bisschen variabel, weil wir natürlich nachgefragt haben, wann der Kunde seine Seiten live gestellt hat, also seine Texte live gestellt hat. Das variierte von Kunde zu Kunde ein bisschen. Deswegen waren wir hier ein Stück weit dynamischer unterwegs. Das, was wir da gemacht haben, hat logischerweise Grenzen. Also das ist keine empirische Studie und das erhebt auch keinen Anspruch auf die Welt zu erklären. Wir wissen vom Vergleich mit echten Webseiten, von denen wir die echten Zahlen auch tatsächlich haben, dass es zwischen den von Ahrefs errechneten Werten und den tatsächlichen Traffic-Werten nicht unerhebliche Abstände gibt. Also in anderen Worten, die Werte, die Ahrefs ausweist, die sind in der Regel um den Faktor 2, 3, manchmal sogar 4 zu niedrig. Und wir sind aber davon ausgegangen, dass dieser Effekt, also diese Verzerrung bei allen Webseiten sich in etwa ähnlich auswirkt und auch alle Kunden davon gleichermaßen betroffen sind. Also vor allem, wenn es Shops sind, die sehr, sehr viele einzelne Seiten haben, die ranken. Ja.
Des Weiteren hat diese Methodik logischerweise Grenzen. Es ist ein rechnerischer Versuch, organische Rankings in AdWords umzurechnen. Wie ich eingangs schon sagte, die dahinterliegende Frage wäre, was müsste ein Webseitenbetreiber bei AdWords ausgeben, um denselben Traffic zu erreichen? Das ist praktisch wie, ich habe noch nie SEO gemacht. Ich habe jetzt gestern meine Webseite mit 100.000 Produkten live gestellt und jetzt möchte ich Werbung schalten. Das würde natürlich kein Mensch so machen. Ja, also will heißen, niemand, der bei Verstand ist, würde das tatsächlich tun. Aber uns ging es ja darum, eine passable Annäherung an den monetären Effekt zu bringen. Also mir geht es jetzt nicht darum, aus der SEO-Sicht Recht zu haben, sondern mir geht es darum, mit einem Finanzvorstand oder einem Geschäftsführer ein Gespräch führen zu können, um zu sagen, pass auf, in anderen Fällen hat das folgenden Effekt gehabt, den wir von extern messen können. Und wenn du jetzt wiederum einen Shop hast, der doppelt so groß oder halb so groß oder wie auch immer gestrickt ist, dann kannst du für dich in etwa eine Ableitung machen, was sozusagen mit unserer Rechnung und den daraus erzielenden Nutzen dann zu erwarten ist. Also das war unsere Annäherung, um hier ein Stück weit, auch ein Stück weit vertrieblich natürlich nach vorne zu kommen. Was wir auch wissen ist, wir sind nicht allein, also bei einer Webseite von Otto oder von Rewe, wenn ich dort von einem Zeitraum von 6 bis 9 Monaten spreche, dann haben natürlich auch noch andere Dinge eine Auswirkung auf die Rankings auf dieser Website, also vor allem bei sehr großen Sites. Also will heißen, die schreiben weiterhin Blogbeiträge und nicht nur einen, die machen Linkaufbau, es passiert organische Verlinkung, also da passiert quasi ja drumherum jede Menge. Das ist also kein physikalisches Experiment, was sich jederzeit wiederholen kann, weil sich eben die Umwelt verändert. Aber auf der anderen Seite sagen wir natürlich, wir haben bei all diesen Kunden eine derart große Menge an Content geliefert, dass wir behaupten, dass wir zumindest mit dem, was wir da gemacht haben, mit größer 50% für diese Veränderungen oder der Kunde, indem er es halt einkauft und live setzt, für diese Veränderung verantwortlich sind. Alright. Dann steigen wir mal ein in den ersten Fall. Vielleicht eine Anmerkung vorneweg. Ich habe zwar im Vorfeld gefragt, aber von keinem dieser Kunden die explizite Freigabe bekommen, den Namen zu nennen. Deswegen sind die Überschriften und Kundennamen verschleiert. Ich habe aber jeweils die Branche angegeben und auch die echten Zahlen, die ich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Slides genutzt habe. Also, wir sind im Tierbedarf, Online-Tierhandel. Der Kunde hier im konkreten Fall hat eine ziemlich ordentliche Backlink-Struktur. Also, wir leisten, das ist ein Shop, den gibt es schon ein paar Tage. Und das, was wir uns angeschaut haben, ist, zum Start, also dem Zeitpunkt, wo wir Texte geliefert haben, hatte der Kunde schon einen organischen Besucherstrom laut Ahrefs von 353.000 im Monat und einen hypothetisch kalkulierten Traffic Value von einer knappen 500.000, 466.000 US-Dollar pro Monat. Und als wir dann nach etwas mehr als 6 Monaten nochmal nachgemessen haben, also will heißen, die Zahlen auch im Nachhinein bei Ahrefs nachgefragt haben, ermittelt haben, hatte der Kunde einen Besuchersprung um 60% auf 563.000 und einen Traffic Value, der um 20% nach oben gegangen ist, also plus 94.000 auf 560.000 US-Dollar. Wie gesagt, das sind kalkulierte, hypothetische Zahlen, aber wenn man sich das jetzt mal aufs Jahr mit einer 12 hoch multipliziert, was der Kunde hier so rein rechnerisch spart, das ist dann schon ganz ordentlich. Nächstes Beispiel, Pharma, Online-Pillenhandel. Sie kommen garantiert nicht drauf, wer das ist. Will heißen, auch hier kann man, glaube ich, an den Zahlen oben für die SEO-Experten ganz gut erkennen. Also das ist ein etablierter Player im Bereich Online-Medizin, im weitesten Sinne Online-Arznei. Für diesen, jetzt muss man dazu sagen, muss man echt aufpassen, man darf für verschreibungspflichtige Medikamente, egal für wen, keine SEO-Texte machen. Die müssen schön den Herstellerangaben entsprechen, aber das, was verschreibungsfrei ist, das darf man in gewissen Grenzen betexten. Von den konkreten Kunden haben wir eine zweitägige Einführung in, was darf man sagen, was darf man behaupten, was ist legal und was ist abmahnfähig bekommen. Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir
im Frühjahr 2018, nee, das muss 2019 heißen, Entschuldigung, die Texte ausgeliefert. Der Kunde stand damals bei einem Traffic, einem kalkulatorischen Traffic von 611.000 Besuchern im Monat und hat sich dann um 34% gesteigert auf über 800.000. Der Traffic Value, also der organische, der sozusagen in AdWords abgebildete organische Teil, ging von 187 auf 261.000 Euro, also um etwa 40% nach oben. Nächster, ein E-Commerce-Shop zum Thema Kochen, also alles rund ums Kochen, vor allem Kochzubehör etc. Auch hier wieder ziemlich ordentlich schon vorab, also mit einer guten 750.000 Besucher, bevor wir überhaupt um die Ecke gekommen sind, und dann nach einem halben Jahr fast verdoppelt. Also das ist schon ziemlich heftig. Wobei man hier an der Stelle noch, wie gesagt, der Fairness halber dazu sagen muss, dass der Kunde natürlich seinen Shop auch mit massiv Blog und allem drumherum bespaßt. Nichtsdestotrotz, dieser Traffic Value ist hier aus meiner Sicht am heftigsten nach oben gegangen, von knapp 300.000 US-Dollar auf 552.000 Dollar. Das heißt, der Kunde hat hier, wenn er es in AdWords machen würde, jeden Monat praktisch eine 750.000 in Anführungszeichen gespart. Last but not least, Wohnen, Möbel, alles, was auch schon vor Corona das Leben angenehmer gemacht hat. Hier haben wir gehabt 154.000 Besucher, auch hoch auf 194, das ist ein Plus von 25%. Und den Ranking Value, den Traffic Value, hat der Kunde von 35.000 auf 67.000 Euro gesteigert. Also das sind hier, das ist die höchste Prozentzahl, die wir insgesamt haben, auch wenn es der kleinste Betrag ist, 91% plus. Unser Fazit aus diesen konkreten Kundensituationen, für die wir jeweils gearbeitet haben: alle betrachteten Shops, das sind durch die Bank Shops, die davon profitiert haben, haben wir zwischen 25% und 95% mehr Besucher pro Monat gesehen, einen Zuwachs des Traffic Values zwischen 20% und 90%. Und das Interessante, das Schöne an SEO ja generell ist, wenn ich das einmal hinbekommen habe, dann habe ich das, solange das Ranking steht, das jeden Monat, also will heißen, die besagten US-Dollar-Zahlen oder umgerechnet in Euro, die kriege ich ja sozusagen jeden Monat frei Haus geliefert. Und daher kam dann unsere Ableitung, und das ist dann eben der Satz für den Finanzvorstand: angenommen, ich steigere tatsächlich meinen Traffic Value um 250.000 US-Dollar, so wie wir das in dem einen Fall gesehen haben, und rechne das dann im Kopf mal 12 hoch, dann komme ich bei 3.000.000 Dollar raus. Das ist schon mal eine Marke. Also will heißen, da kommt man selbst als techiger Nerdy relativ schnell mit Leuten ins Gespräch, die dort, sage jetzt mal, Millionenentscheidungen treffen. Und da wir jetzt hier nachweisen konnten, dass dieser Effekt positiv ist, also wir vernichten nicht Geld, sondern wir produzieren über das Mehr an Traffic auf der Webseite natürlich dann in der Regel auch A, mehr Umsatz, und dann in aller Regel dann bei den Kunden auch tatsächlich mehr Gewinn. Die ganze Sache hat einen Haken. Wäre auch zu schön gewesen, wenn man jetzt einfach sagt: Mensch, ja, schmeiß den Leuten von Avantegos Geld hinterher, 3.000.000 kriegst du immer raus. Das wäre ein bisschen einfach. So leicht ist das nicht. Was wir aus diesen Daten noch gelernt haben, ist, wir haben, weil der eine oder andere Kunde schon ein bisschen zurückliegt, folgendes Phänomen entdeckt, was mir so aus der SEO-Landschaft relativ bekannt vorkam. Für die allermeisten Kunden ist so ein Projekt mit uns insofern anstrengend, als dass man Satzgerüste reviewen muss, man muss Urtexte lesen, man muss den Content hinterher einzeln prüfen. Was man in der Regel nicht machen kann, ist quasi sich jeden Text durchlesen. Das klappt in der Regel nicht. Und diese Interaktion während des Projektlaufes wird in der Regel von allen Kunden als zwar
Lernphase wahrgenommen, aber irgendwie halt doch anstrengend. Also das möchte man jetzt nicht als Dauerzustand haben. Deswegen haben wir häufig Folgendes gemerkt, dass die Kunden während der Projektphase, Phase 1, mit uns eine sehr intensive Zusammenarbeit haben, aber dann doch irgendwie froh waren, wenn es nach ein paar Wochen oder Monaten rum ist und dass sie sozusagen ihr Ergebnis geliefert bekommen haben. Und die meisten Kunden haben ja auch noch genügend Projekte in ihren E-Shops und wenden sich dann eben dem nächsten Thema zu und haben dann mehr oder weniger lange Pause gemacht. Und das, was wir hier unten rechts auf der Folie sehen, nämlich, dass man in der Phase 1, also der Zusammenarbeitsphase, erstmal nicht so wahnsinnig viel bemerkt, dann geht es deutlich nach oben. Und dann geht es aber auch, wenn sich die Texte nicht verändern, wieder nach unten. Also will heißen, ein gut geschriebener und lang gemachter und nach allen Kriterien der Kunst formulierter, langer Produkttext rankt nicht unendlich lang. Also der rankt eben nur eine gewisse Zeit, ich sage jetzt mal ein bisschen amateurhaft, den sieht Google dann eben als, ja, er ist neu, aber nach 5, 6 Monaten ist der halt nicht mehr so neu und dann geht die ganze Sache wieder langsam, aber ich will jetzt nicht sagen stetig, aber es geht eben wieder ein Stück zurück. Unsere Ableitung daraus, also unsere Empfehlung an Kunden ist, dass wenn man da zu lange Pause macht und sozusagen erst nach 2 Jahren wieder sagt, Mensch, da könnte ich aber wieder was an meinen Texten machen, das sollte man sich nochmal gut überlegen, ob man da nicht einen Zyklus reinbekommt, dass man zum Beispiel Shop-Texte nach 6 oder 9 Monaten wieder noch ein bisschen anreichert, vielleicht auch mal jahreszeitlich ein bisschen verändert oder zum Beispiel Personalisierung einbaut, weil unterm Strich gesehen ist zumindest unsere Wahrnehmung, da bin ich mal gespannt, was die beiden Kollegen aus der SEO-Fraktion davon halten, verhält sich zumindest aus unserer Sicht, nach unserer Beobachtung, ein E-Commerce-Text nicht anders als ein normaler Blog oder eine normale Nachrichten-Website. Also sie wird einfach nach einer gewissen Weile, wenn nichts passiert, wieder nach hinten durchgereicht. Ja, was empfehlen wir dagegen? Wir empfehlen an der Stelle tatsächlich einmal tief Luft zu holen und dann eben zu schauen, mit welchen nächsten Schritten im Content-Bereich kann man automatisiert Content dann vielleicht verlängern, nochmal eine besondere Call to Action reinformulieren, jahreszeitlich was anders formulieren, mit tatsächlich dem Ziel, Google klarzumachen, pass auf, also dieser Artikel, Text, der lebt im positiven Sinne, den fassen wir ab und zu an. Natürlich immer unter der Prämisse, das ist unique und das ist jetzt nicht irgendwie Duplicate Content oder irgend sowas. Und ich sage es mal ein bisschen frei raus, wenn jetzt Rewe, Edeka und Aldi alle automatisierten Content verwenden, dann nivelliert sich das logischerweise. Will heißen, am Ende wird dann wahrscheinlich derjenige gewinnen, der den längeren Text hat. Damit wäre ich im Schnelldurchlauf mit meinen Folien auch schon zu Ende und würde jetzt einmal tief Matthias, vielen Luft holen. Vielen Dank. Fragen aus dem Publikum an den Vortragenden, an den Matthias. Gibt es Fragen, gibt es Meldungen? Matthias, erstmal vielen Dank, was ich ganz toll fand, dass du die Methodik nochmal auch kritisch beleuchtet hast und gesagt hast, Ahrefs in Ehren, das ist natürlich alles nur eine Näherung. Ich sage zu meiner Frau immer, die Waage, die wir zu Hause nutzen, um mein Gewicht zu kontrollieren, weicht jeden Tag um 5 Kilo ab. Es ist also völlig falsch, wenn sie 5 Kilo falsch anzeigt und sie macht es jeden Tag gleichmäßig, dann ist der Fehler eben immer 5 Kilo, aber Zunahme oder Abnahme sehe ich. Also aus deiner Erfahrung, wer hat sich denn diesem Argument geöffnet, Content eher in so einen stetigen Optimierungsprozess zu überführen? Oder mit wem bist du da in Gesprächen? Weil das ist ja so etwas, was ich rausgehört habe. Es ist ja nicht sinnvoll, das einmal zu tun, sondern vermutlich kontinuierlich. Du hast jetzt ein Thema war Jahreszeiten oder Saisonware vielleicht unterschiedlich zu betexten. Wer öffnet sich denn dem Thema? Also wir nehmen wahr, dass die Kunden
ihrerseits eine Art Lernkurve durchgehen. Also da kommt erstmal die Phase der Erschöpfung. Also da brauchen wir erst gar nicht wieder. Also da kommt die Frage, hier ist noch was, hier müsst ihr nochmal nachschärfen, hier ist eine QS notwendig. Aber 3-4 Monate nach so einem Content-Projekt braucht man einem Anwenderkunden nicht nochmal mit was Neuem kommen. Mit diesen 6 bis 9 Monaten im Hinterkopf, nach denen es dann tatsächlich also fühlbar wieder runtergeht, nehmen wir durchaus Kontakt mit Bestandskunden auf und fragen da wirklich nochmal aktiv nach, so nach dem Motto, was tut ihr gegen das Tal der Tränen, die dann, was möglicherweise danach kommt. Wir nehmen im Moment wahr, dass Kunden, die ihr Haus schon gut bestellt haben, nach spätestens 1,5 Jahren dann tatsächlich freiwillig sagen, okay, jetzt gehen wir mal in die zweite Runde. Nicht deswegen, sondern weil wir einfach nochmal eine Charge an Daten etc. haben. Also das hat dann in der Regel Gründe, die weniger SEO-lastig sind. Das aktuelle Thema Personalisierung, das spielt jetzt da ein bisschen in die Karten, auch wenn das jetzt vielleicht auf SEO nicht ganz so viel einzahlt. Aber die Kunden hören da schon sehr, sehr gut zu mittlerweile und nehmen das auch an, was wir da empfehlen. Aber wenn man sich in die Schuhe von einem Anwenderkunden, also egal, ob das jetzt Rewe oder Otto oder wer auch immer es reinversetzt, die haben natürlich ein begrenztes Budget, auch wenn deren Budgets in der Regel groß sind, also relativ groß sind, und haben natürlich auf ihrer Agenda noch andere Dinge außer Content erstellen. Ja, also da geht es dann um Automationen, da geht es um ERP-Systeme, da geht es um Schnittstellen und ich weiß nicht noch was alles. Also will heißen, das sind wir ja leider nur ein Thema von vielen. Und da ruft jetzt nicht notwendigerweise jemand Hurra, wenn wir nach 6 Monaten wieder nochmal anrufen. Also da muss man dann, braucht man dann schon den entsprechenden Aufnehmer. Wobei dieser Aspekt beispielsweise, dass wenn alle in einer Branche AX Semantics verwenden und die Texte mit einer gewissen Länge machen, dann behaupte ich, gewinnt am Ende der den ausführlichsten und, sage jetzt mal, relevantesten Text produziert. Also in anderen Worten, da ist man dann vielleicht gut beraten, nochmal 2-3 Sätze bei jedem Produkttext nachzupflegen, entweder indem man Daten reinnimmt oder indem man es mit Phrasen ausspielt. Also das ist dann nochmal Geschmackssache. Also Daten bevorzugt. Entschuldige, Matthias. Malte hat nochmal eine Frage gestellt. Aus deiner Erfahrung reicht es, nach 6 bis 9 Monaten das bestehende Training einfach nochmal zu aktivieren und den Text nochmal neu zu generieren, was ja eine gewisse Varianz dann bringt? Oder wäre deine Empfehlung tatsächlich, das entsprechend zu erweitern, inhaltlich zu erweitern, dass es ja nicht ganz neues Training ist, aber wenn ich die Frage richtig deute, ist die Frage wirklich, reicht es, das so zu generieren oder muss man irgendwas dazu tun? Also ich kann jetzt nur mal von unserer Erfahrung mit den Kunden, die wir tatsächlich betreuen, sprechen. Von all den Kunden hat keiner gesagt, komm, generiere einfach die Texte nochmal, ich hau die in der gleichen Länge, aber mit anderem Wording raus. Das hat schon deswegen sich keiner getraut, weil da damit ja Gefahr läuft, auch ein Ranking zu verschlechtern. Das ist ja rein statistisch möglich. Wenn, ist das in der Regel über eine Verlängerung, also im Sinne von einer Content-Text-Verlängerung passiert, weil das für alle Beteiligten einleuchtend war, dass sie eben gesagt haben, naja, wenn ich nicht einfach nur Fülltext hinten dran klemme, sondern wenn ich datenbasiert und für diesen textrelevanten zusätzlichen Content liefere, dann hat das in der Regel die Chance, tatsächlich besser zu werden oder sich noch ein bisschen besser vom Mitbewerb abzuholen. Also gerade so dieses Thema, ein Call to Action oder Kontextinformationen, also wo brauche ich das Produkt, wie wende ich es an, etc., wenn ich eine Chance habe, sowas mit reinzubauen, das ist typischerweise was, wofür sich dann Kunden tatsächlich im echten Leben begeistern können. Sehr schön. Vielen Dank. Fragen noch an Matthias in dieser Runde? Ich hätte eine, Matthias. Du hast ein paar sehr spannende Cases gezeigt. Da wäre die Frage, du darfst wahrscheinlich nicht ins Detail gehen, aber wie genau oder wie viel Aufwand habt ihr betrieben, um die Kunden auf diese Erweiterung zu pushen? Wann das, kannst du jetzt für den besten Case, der seinen Traffic verdoppelt hat, kannst du da mal sagen, was war so der Aufwand? Also mal so als Anhalt, also mal, um mal so Daumenwert zu sagen, ist unsere Rechnung, die wir gestellt haben, in der Regel so 1 bis 2 Mal
zwei Monats-Deltas von diesem Traffic Value ungefähr. Okay. Also in der Range passiert das. Also in anderen Worten, weil das ist so typischerweise die Frage vom Finanzvorstand, wann rechnet sich das? Und wenn ich dann sage, so, wenn wir es richtig machen, spätestens nach einem Quartal, das ist für die meisten ein No-Brainer. Also im Sinne von, dass sie dann sagen, what? Na? Also ich habe dann eher die Schwierigkeit, dass ich das beweisen, was ich ja nicht kann. Ja? Also ich kann ja niemanden im Vorfeld beweisen, dass er nach 3 Monaten ein Revenue hat. Und zugegebenermaßen, das sind ja auf Kundenseite auch noch mehr Aufwendungen. Also da müssen ja Leute mitarbeiten, dass diese ganzen Texte reinkommen. Ich vermute, das weißt du noch besser als ich, weil du auf der Anwenderseite sitzt. Ja, und da muss man ja was tun. Da muss man nicht einfach, kann man nicht einfach nur sagen, ich schiebe die Daten durch und fertig. Ja. Hattest du da einen besonderen Fokus vielleicht auf die Kategorieseiten, die Produktseiten von der Hierarchie? Wo lag jetzt in diesem Fall so der besondere Fokus? Der Fokus bei uns mit dem, was wir gemacht haben, sind meines Wissens zu 99% die Produktbeschreibung. Das heißt, wir haben in der Regel auf Kategorieseiten, von denen es ja meistens weniger gibt, in der Regel nicht gearbeitet. Das sind typischerweise Sachen, die der Kunde selber und meistens auch von Hand getextet hat. Da bringst du mich zu meiner nächsten und letzten Frage. Es geht um die Kategorien. Wir sind jetzt bei Schäfer-Shop dabei, die Kategorienseiten zu betexten. Mit einem Hintergedanken, wir möchten die Filterindexierung pushen. Wir möchten das gerne, wie du es vielleicht von Adidas und anderen kennst. Oder Zalando ist ein gutes Beispiel. Wenn du googelst weiße Herrenschuhe, wirst du ja deren Filterseite finden. Du findest eine indexierte URL, die dich zu den vorgefilterten Ergebnissen führt. Und da haben wir gemerkt, bei mehreren großen Unternehmen hast du dann diesen generierten Text da, der wirklich für die Filterattribute angepasst ist und das Ranking schon deutlich pusht. Also jetzt in dem Beispiel, das ich genannt habe, hast du Zalando, Adidas, Sportcheck. Und wenn du dann siehst, okay, Sportcheck mischt jetzt mit Zalando und Adidas ganz oben hin, aber sie haben das genau mit diesem generierten Text und mit den On-Page-SEO wirklich sehr gut getroffen. Und da wäre meine Frage, ob du vielleicht da ein bisschen Insights hast von den Kunden, die sich gewagt in diese Kategoriebetextung rangemacht haben. Also da muss ich tatsächlich passen. Also den konkreten Fall hatten wir jetzt nicht, wobei ich mir technisch durchaus vorstellen kann, dass man das mit AX Semantics abbilden kann, weil ich brauche halt Datenpunkte, ne? Also weiße Schuhe und dann, wenn es geht, noch 10, 12 Attribute mehr, ja, genau, damit ich einen aussagefähigen Text dafür bauen kann. Also gehen tut das tatsächlich, aber wenn ich es jetzt aus dem Kopf, also ich bilde mir ein, dass wir wirklich zu 99% uns auf die Produkt, also dieses einzelne, also was weiß ich, Adidas Sneaker, keine Ahnung, Brasil oder wie auch immer. Also das ist das, was wir gemacht haben, die Kategorieseiten, das ist also ist auch unser Erlebnis, dass bei den meisten Kunden da eine Unterscheidung gemacht wird. Also es gibt quasi Person 1 oder mehrere Personen, die sich um die Produkttexte kümmern und dann einer, der den Kategoriebaum in der Verantwortung hat und sich dann eben darum kümmert, wie kann ich den, also A, strukturieren und B, die dafür passenden Kategorieseiten so hervorheben, dass ich eben darüber Rankings erziele. Und zu uns kommen zu 99% die Kollegen, die 20, 30, 50.000 Shop-Texte haben und die dazugehörigen Daten. Vielleicht eine Ergänzung an der Stelle, Romeo. MyTheresa hat auch Kategorieseiten automatisiert, genau wie Adidas mit AX Semantics. Auch da funktioniert das Ranking hervorragend. Da gibt es übrigens auch Kennzahlen dazu. Ein Traffic-Zuwachs von 80% über die Kategorieseiten. Den Case gibt es sogar aufgearbeitet bei uns. Die Lisa wird entweder den Link teilen, beziehungsweise den Link zu den Videos. Ich kann mich an ein Video-Interview mit der zuständigen Dame erinnern. Dann teilen wir das gerne hier gleich im Chat. Dann hast du auf jeden Fall auch den Link dazu. Sehr gerne. Danke. Matthias, Romeo, ihr wart ja schon mitten in der Diskussion. Ich schalte mal aus dem schwäbischen Stuttgart ins frühsommerliche Berlin zu Björn. Björn, was sagst du dem Vortrag? Wir hören dich gerade nicht. Björn, hörst du uns? Jetzt? Ja, ich finde das...
Also ich finde schon, von den Zahlen her sieht das sehr gut aus, sehr beeindruckend. Was ich habe natürlich auch einen kritischen Blick darauf, weil auf der einen Seite hast du, Matthias, ja so schön dargelegt, sind das ja alles Schätzwerte aus diesen benannten Tools. Dann muss man natürlich noch sehen, dass das ja nur ein Teil ist, nämlich die Akquisition von Traffic. Also der geht dann vielleicht auf die Kategorie-Seiten, dann fängt ja aber eigentlich erst die Arbeit an. Ne? Also dann muss man ja auf die Conversion Rate gucken und die Abverkäufe gucken, um wirklich zu gucken, ob das was gebracht hat. Nun ist es ja aber bewiesenermaßen so, und das belegen ja sehr viele Studien, dass der Text an sich auf einer Artikelseite ja auch ein Conversion-Treiber ist. Deswegen wäre natürlich die Kennzahl da auch nochmal spannend gewesen. Aber rein von der Traffic Acquisition finde ich das schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde auch dieses Beispiel schön, wo du gesagt hast, dass sie dann aufgehört haben und man sieht, dass sozusagen der Traffic wieder nach unten gegangen ist. Und das ist ja auch etwas, was ich ja auch sehr oft beobachte. Also gerade wenn es um Content Updates geht, ne? Wenn man Content publiziert und den nicht regelmäßig anfasst und refreshed und updated, dann passiert meist genau das, was du gezeigt hast, auch in der Sichtbarkeitskurve. Und das fand ich von daher ein sehr schönes Beispiel, ja. Also an der genau der Stelle hatte ich eben genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, diesen Aha-Effekt, weil wir auch als Agentur selber auf unserer Webseite natürlich irgendwo längliche und lange Dinge haben, zu wie schreibe ich einen Produkttext, wie mache ich einen Kategorietext und solche Sachen. Und da freut man sich dann ein Loch im Bauch, wenn man so die dritte, zweite, erste Position bei Google hat, ne? Und dann kommt die Kollegin nach einem Jahr und sagt so, hier, guck mal, da, zack, abgerauscht. Ne? Und genau den gleichen Effekt, glaube ich, entdeckt oder gesehen zu haben, eben bei den Shops. Und ich würde heute die Behauptung wagen, dass sich Produktseiten tatsächlich ähnlich verhalten wie ein langes Tutorial oder was auch immer, was halt entsprechende Relevanz hat. Ja, das, ich würde, also vom Gefühl her würde ich dem genauso zustimmen, weil normalerweise ist es ja so, dass die meisten Product Detail Pages ja grundsätzlich denselben Inhalt haben wie viele andere Online-Shops auch, ne? Weil man benutzt die Katalogdaten von dem Hersteller und auch die Texte von dem Hersteller. Und das heißt, der Inhalt ist eigentlich genauso wie auf anderen Online-Shops auch. Wenn man es dann schafft, mit einem regelmäßigen Update den Content einzigartig zu halten und dann regelmäßig mit Erneuerungen abzudaten, neue Features, vielleicht neue Specs oder so weiter abzudaten, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das einen positiven Effekt hat. Muss man das aber in so einen Prozess mit einbauen. Ja, die kontinuierliche Weiterentwicklung von Content ist ja, glaube ich, auch im Produktseitenumfeld ein ganz wesentlicher Punkt. Aber da kommen wir an einen ganz kritischen. Also oft genug hören wir ja auch von Kunden, die sagen, ah ja, wir wollen die Conversion schreiben und wir wollen auch bessere Produkttexte haben, aber unsere Produktseiten werden gar nicht indexiert. Was ist denn mit diesem Indexierungsmythos? Ne? Also ja oder nein oder wann machen wir es und wann machen wir es nicht? Es gibt ja nie ein Schwarz und ein Weiß, aber vermutlich Grau. Was ist deine Meinung zu dem Thema, wie indexieren Produktseiten, um vielleicht auf Longtails zu ranken beispielsweise? Genau, ich denke, genau das ist das Stichwort, Longtail. Also ich würde mir anschauen, was an Artikelseiten grundsätzlich an Impressions und auch Traffic schon generiert. Ich meine, da sind ja durchaus welche dabei, die über den Longtail auf jeden Fall Traffic generieren. Das würde dann ja aus meiner Sicht keinen Sinn machen, die nicht zu indexieren. Wenn man jetzt Millionen von Artikeln hat, dann gibt es sicherlich einen Prozentsatz, den man sich anschauen kann, wo das passiert, dass man Traffic akquiriert. Dann gibt es aber sicherlich auch einen großen Prozentsatz, wo man A, nicht gut rankt, weil man konkurriert mit Amazon, man konkurriert mit Otto, man konkurriert mit Zalando und all diesen großen, wo man irgendwie gar keine Chance hat, also ohne da jetzt wirklich viel Ressourcen reinzustecken und auch ein bisschen Know-how reinzustecken und natürlich sehr viel Geld in externe Links reinzustecken, um da die Produktdetailseiten ranken zu lassen. Und da sollte man dann schon mal so eine Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie aufstellen, um zu gucken, dass man einen bestimmten Prozentsatz nicht indexiert, aber dafür der im Prinzip potenziell gut ist, weil A, sind es vielleicht Produkte, die nicht jeder Shop hat, B, hat man von irgendwie angefangen mit Schuhe, so wie Zalando das ja früher auch gemacht hat, man hat angefangen mit Schuhe, hat da schon eine Menge Ressourcen und Geld reingesteckt und rankt da einfach gut. Das muss man sich halt so überlegen. Da sind so mehrere Cases, die ich mir angucken würde, aber
grundsätzlich würde ich auch sagen, dass man vielleicht einen gewissen Teil indexiert, einen gewissen Teil nicht indexiert. Solange bis man wirklich weiß, man packt da jetzt so viel Ressourcen und Power und Energie rein, dass wir die jetzt zum Ranken bringen wollen. Eben mit zum Beispiel automatisierten Produkttexten, die regelmäßig iterativ abgedatet werden. Also wenn du sagst, was sind die drei wichtigsten Differenzierungsmerkmale, wenn ich jetzt vor 50.000 Seiten, was sind die drei Dinge, die ich check und sage, das ist die erste Ausrichtung für eine SEO-Indexierungsstrategie für meine Produktseiten. Guter Content, uniker Content ist bestimmt einer. Genau, ich würde mir angucken, wie diese bestimmte Produktseite auch, also man muss sich ja immer angucken, was ist die Konkurrenz? Wer rankt mit mir zusammen für dieses bestimmte Produkt? Und dann muss man halt gucken, die Produktdetailseite, die man da anbietet, bietet die dem Nutzer mehr, als die Konkurrenz das tut? Wenn nicht, kommen wir da irgendwie hin? Können wir das verändern in dem Sinne, dass wir dem Nutzer mehr bieten auf der Produktdetailseite? Und sind alle anderen externen Signale, alle anderen Kriterien, die es da gibt, eigentlich potenziell gut, sodass wir relativ schnell die Seite verbessern können. Wenn dem nicht der Fall ist, dann, wie gesagt, sollte man sich überlegen, ob man das vielleicht erstmal parkt, indem man es deindexiert und erst später, wenn man sagt, man kann das ja auch zum Beispiel saisonal betrachten, ne? Wenn man sagt, irgendwie im März oder so ist die Gartenmöbel-Saison, das heißt, man kann irgendwie im nächsten Jahr im März erst damit anfangen, jetzt fangen irgendwie Bikinis an und fangen Bademode an, das heißt, da fokussieren wir uns jetzt erstmal drauf. Aber das sind genau so Sachen, die ich mir angucken würde. Also ist meine Produktdetailseite im Sinne für den Nutzer besser, als sie das für die Konkurrenz ist? Und ist sie natürlich intern auch gut verlinkt? Ist sie intern gut platziert, verankert? Bekommt sie genug Trust, genug Power von der Domain an sich und stimmen halt auch die externen Signale? Es sind halt mehrere Faktoren, aber ich würde als allererstes damit gehen, ob die Produktdetailseite gegenüber der Konkurrenz besser dasteht oder potenziell besser dastehen könnte. Ich weiß, du vermeidest immer Sales in deinen Vorträgen, aber ich muss dich jetzt natürlich die Frage fragen, weil sie im Chat kam. Sie kommt also nicht von mir, ich leite die einfach nur weiter. Wie zuverlässig ist es, den SEO-Traffic einer Website zu schätzen? Und ist es der Organic Traffic von Ahrefs oder der Traffic Index von Search Metrics, den du bevorzugen würdest? Als VP Search Metrics, gib uns eine so objektive Antwort, wie es dir eben möglich ist, bitte. Sei ehrlich mit uns. Also man muss sagen, dass bei diesen Tools, auch bei Search Metrics, diese Werte ja auch Schätzwerte sind. Meistens geht man ja einher, und das macht Ahrefs genauso wie Search Metrics meiner Meinung nach auch, dass man anhand des Suchvolumens und des Rankings für ein Keyword sich ein Click-Through-Rate-Modell ausdenkt. Und das ist meist so ein Click-Through-Rate-Curve, nennt man das. Das heißt, man geht davon aus, dass auf Position 1 bekommt man, was weiß ich, 80% der Klicks, auf Position 3 10 und so weiter und so fort. Und das hängt natürlich davon ab, wie dieses Modell erstellt worden ist. Ob das jetzt bei Ahrefs ein anderes Modell ist als bei Search Metrics, kann sein. Vielleicht benutzt Ahrefs dieses von Rank, ist es Rank Ranger CTR Study? Das gibt es offiziell, das kann man gucken. Ich glaube, es ist Rank. Ja. Ist es Rank Ranger? Nee, nicht Rank Ranger. CTR Study, kann man mal googeln. Advanced Web Ranking, so heißt es. Und die stellen eigentlich regelmäßig so Click-Through-Rate-Kurven auf. Man kann die auch selber berechnen. Auf jeden Fall basiert sozusagen diese Traffic Estimation auf dem Ranking, dem Suchvolumen und den Click-Through-Rates. Und da muss man halt immer gucken, ist das Suchvolumen das gleiche, was Ahrefs hat? Sehen die dieselben Rankings und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich nur eine Estimation. Also ich habe wenig, was ich so beobachte, kann teilweise mal bis zu 20% abweichen vom eigentlichen Traffic. Es ist eine Estimation, um irgendwie auch ein Potenzial ermitteln zu können. Aber ich würde natürlich immer mit dem eigentlichen Traffic gehen, den ich habe. Oder idealerweise auch Analytics und Google Search Console, Impression-Daten und so weiter mit diesen Tools verknüpfen, damit man da auf jeden Fall eine akkuratere Sicht hat. Fragen nochmal aus dem Publikum. Ich habe noch eine, das soll Ihnen Zeit geben, nochmal Fragen zu stellen an Björn. Björn, diese Frage des Crawling Budgets, also Google crawlt meine Seite nicht so häufig.
Was sind denn da die Werte oder deine Erfahrungen im E-Commerce? Wie wichtig ist dieses Thema Crawling-Budget? Wie schätzt du das ein? Mit deiner Sicht selbstverständlich, aber was ist da tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund Crawling-Budget? Ja, also E-Commerce-Seiten per se sind ja teilweise sehr groß und sehr aufgeblasen. Ne? Also man hat die normalen Kategorie-Seiten, die ja ins Unendliche gehen können. Man hat dann die ganzen Produktseiten, die ins Unendliche gehen können, je nachdem, wie viele Produkte man hat, welche Variationen. Dann hat man Filterseiten, haben wir gerade gehört, die dann auch irgendwie zum Index freigegeben werden. Das kann auch ins Unendliche gehen. Man hat meistens noch Markenseiten, man hat Keyword-Landing-Pages, die man extra erstellt und so weiter und so fort. Das heißt, man kann im E-Commerce schon oder findet meistens schon Shops, die mehrere Millionen Unterseiten haben. Jetzt ist es ja so, dass das eigentlich ein Mythos ist, ob Google jetzt ein Crawling-Budget hat oder nicht. Aber fest steht, glaube ich schon, dass Google natürlich schnell und effizient so eine Seite crawlen will. Und da ist es aus Sicht eines SEOs und eines Shop-Betreibers natürlich super, super wichtig, dass man Google in der Zeit, wo Google kommt und crawlt, so viel von den wichtigsten Seiten zur Verfügung stellt, die man glaubt, wichtig sind. Und meistens ist es ja so, dass im Shop halt die Kategorie-Seiten wichtig sind und halt Seiten, worauf der SEO optimiert und die für den Nutzer auch gut sind. Und da muss man sich dann halt schon diese Fragen dann stellen. Indexiert man jetzt alle Filter? Indexiert man jetzt alle Produktdetailseiten und so weiter und so fort? Und ich würde halt aus meiner Sicht halt immer mir überlegen, welche Seiten sind wirklich relevant für den User und welche Seiten möchte ich, dass der User sie über die SERP, also über die Google-Suchresultatseite findet. Und wenn man das mal für sich geclustert hat und überlegt hat, dann muss man halt dafür sorgen, dass Google so schnell wie möglich, wenn es auf der Seite ist, diese URLs zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, sie müssen schnell laden, sie müssen gut intern verlinkt sein, sie müssen halt an Google schnell ausgeliefert sein. Und damit stellt man dann im Prinzip sicher, dass Google, wenn Google crawlt, halt wirklich die wichtigsten Seiten, die für einen wichtig sind, hat, crawlt, bewerten kann und damit dann auch besser ranken kann. Sehr gut. Vielen Dank dazu. Ich sehe gerade keine aktuelle Frage, das kann sich ja gleich noch ändern. Romeo, hallo an den Rhein sozusagen. Du hast jetzt die Vorträge auch gehört. Wie seid ihr, also vielleicht vorweg, Schäfershop macht Produkttexte, macht aktuell auch schon an Kategorieseiten, also ist eben mitten in der Entwicklung und hat Videos in der Automatisierung, wo der Content zur Videoerstellung aus AX Semantics generiert wird oder zugeliefert wird. Also ein ganz, ganz eifriger unserer Kunden und heute zu Gast der technische SEO von Schäfershop. Romeo, was ist dir wichtig beim Thema Crawling-Budget, technische SEO, Ladegeschwindigkeiten? Was sind so die Aspekte, die du aus technischer SEO-Sicht, übrigens auch als wir über Personalisierung gesprochen haben, was ihr auch mit AX Semantics umsetzt, kann ich mich erinnern, hatten wir ein ganz intensives Gespräch zu Ladegeschwindigkeiten. Gib uns doch mal so einen Blick aus der technischen SEO-Welt. Wo macht AX Sinn und wie willst du es nutzen bei Schäfershop? Ja, hi zusammen. Also wie du schon gesagt hast, ist bei Schäfershop AX Semantics schon an ein paar Stellen im Einsatz. Und ich muss ehrlich zugeben, bevor ich zu Schäfershop kam, hatte ich noch keine Erfahrung mit AX Semantics. Und jetzt nach der gewissen Erfahrung, also das ist schon wirklich gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht zuvor, dass man es so umsetzen kann. Natürlich hat es auch, ist es mit sehr viel Aufwand verbunden, wie der Matthias auch meinte. Dann sind die Kunden heiß, sie brennen dafür, beginnen es umzusetzen, Phase 1, Phase 2. Dann kommen die Erfolge, dann lehnst du dich ein bisschen zurück, aber es muss weitergehen. Und zum Glück haben wir es jetzt bei Schäfershop so, dass da ein ganzes Content-Team ist, das sich mit dem Thema befasst, kontinuierlich, alles wird aufgesetzt, die Produktgruppen werden nach der Reihe abgearbeitet, also haben wir ständig einen Einfluss von neuen, frischen Content im Shop. Und wie du es jetzt erwähnt hast mit der Kategoriebetextung, wir haben es bis jetzt so gemacht, dass wir unsere wichtigsten Kategorien manuell betextet haben, manuell einen SEO-Text geschrieben haben und das hat sich auf die Rankings auch sehr schnell gezeigt. Jetzt kamen wir aber zum Entschluss, dass wir eigentlich, weil wir bis jetzt noch gar keine Filter indexiert haben, da kommen wir zurück auf das Crawling-Budget-Thema,
Da muss man ja aufpassen. Es wäre am leichtesten, wenn du sagst, ja, indexiere mal Google alle Filter. Aber dann hast du mehr Schaden als Nutzen und da muss man wirklich selektiv vorgehen. Da haben wir uns gedacht, okay, bei 100.000 Produkten im Shop durch viele unterschiedliche Kategorien entgehen uns eigentlich Millionen von Suchvoluminas, besonders für die Longtail-Keywords, für die wir ganz easy ranken könnten. Wenn du eine gute interne Verlinkung hast, frischen Content, gute Domain Authority, du hast ja schon die Vorsätze, um leicht für gewisse Sachen zu ranken. Du musst nur die Seite haben, sie indexieren lassen und ein bisschen On-Page noch anpassen. Da gehen wir jetzt vor, um keinen Fehler, was Scrolling angeht, das ist bei uns jetzt wirklich sehr hoch auf der Priorliste, machen wir das Kategorie nach Kategorie. Und das, was Björn meinte, man muss ja auch schauen, ob die Seiten was bringen. Du kannst sie indexieren, aber damit ist die Sache nicht getan. Dann werden wir es so aufsetzen, eigentlich eine ganze Automatisierung. Dann wird geschaut, wie viele Impressions, wie viele Klicks bekommt diese indexierte Filter-URL, wie viele Conversions passieren auf der Seite und wenn sie nicht unseren minimalen Requirements trifft, dann geht sie wieder raus. Dann, wenn dieser ganze Prozess mal drin ist, wird einfach dieses Rad und dann hast du von 100.000 Produkten, du kannst dir ausrechnen, was das an Keyword-Kombinationen sind, also das ist schon eine sehr große Menge an Daten. Und wenn wir die einmal alles durch haben und nur die Perform drin lassen, werden wir uns Millionen an wirklich gezielten, wenn jemand sucht, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, Kopierpapier A4 80 Gramm. Das ist ein Longtail-Keyword mit zwei Filterattributen. Und wer hätte gedacht, jetzt vielleicht hättet ihr das gedacht, aber das hat in Deutschland ein Suchvolumen von 1100, glaube ich. Und Kopierpapier A4 80 Gramm. Niemand googelt diesen Longtail, um sich einfach mal so anzuschauen, was es da so gibt. Du hast schon ein Kaufintent. Und wenn wir dann mit so einer gezielten Seite ranken, dort werden alle Kopierpapiere, die diesen Attributen entsprechen, angezeigt. Hast du wirklich Leute, die kaufen möchten, schnell auf deiner Seite, organisch, du musst es nicht für die Ads zahlen und profitierst davon. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, mit Dike Semantic, mit dem Tool dran, diese Hürde zu nehmen, damit das Ganze automatisiert wird. Da sind noch ein paar Anbindungen, APIs an andere Tools. Aber da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Deswegen habe ich auch den Matthias gefragt. Ich sehe hier im Chat ist jetzt der Case verlinkt. Da muss ich mal ein Auge reinwerfen und hoffe, dass wir, wie du meintest, Sim, die 80% Steigerung auch irgendwie mitbekommen, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja. Am besten 120%, ja, wenn es damit geht. Ja, ich hoffe mal. Sehr spannend, ja, also dass du sagst, ihr wertet quasi automatisiert den Traffic auf den Kategorieseiten aus, oder das ist dann der Plan, wenn es soweit ist. Und die, die keinen Traffic bekommen, nicht ranken, die würdet ihr wieder auslisten oder nicht indexieren lassen und dafür die anderen hoffentlich mit dem Crawling-Budget versorgen und für bessere Rankings sorgen, indem ihr dann kontinuierlich nacharbeitet. Das ist bei Kauf-Keywords, ich finde es sehr spannend, also dass man wirklich sagt, ich wusste es übrigens nicht, Kopierpapier A4, 80 Gramm, ich kaufe das nicht so oft. Ich gehe mal in den Schrank, da liegt es hier. Ich weiß nicht, warum das hier liegt, aber hier liegt es immer. Selbstverständlich von Schäfer Shop. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, so muss das sein. Aber tatsächlich natürlich eine interessante Variante. Thema Ladegeschwindigkeiten, Produktseiten, Content, Personalisierung, das ist ja so ein kleiner Ausblick. Wir starten ja gerade mit unserer Personalisierungslösung. Schäfer Shop ist mit einem zweiten Kunden ganz vorne dabei. Was sind deine Erwartungen an diese Personalisierungslösung, die ihr gerade integriert? Also was sind die Hoffnungen? Dann kann ich das gleich als Ballast mitnehmen fürs Projekt. Dann weiß ich das schon. Da muss ich dich nicht im Workshop nochmal fragen. Aber was sind die Aufgaben, die du uns mitgibst in diese Personalisierungslösung? Vielleicht zum Hintergrund. Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der es möglich ist, nach 6 Motivational Types, also Motivationstypen, Produkttexte anzupassen. Das würde bedeuten, es gäbe für ein bestimmtes Kopierpapier nicht einen Text, sondern 6 verschiedene Textvarianten. Zur Verdeutlichung, ein Erstbesucher braucht vielleicht eher Informationen, wer ist eigentlich Schäfer Shop, ich kenne die gar nicht.
Wir liefern kostenfrei, Sie können bei uns auf Rechnung bezahlen, Sie können bei uns ab 5.000 Euro mit Kredit bezahlen oder Ähnliches, bis hin zu Personen, die im Vergleichsmodus sind, also ganz hart Preise vergleichen oder Produkte vergleichen, die dann eben etwas andere Inhalte brauchen. Was ist technisch die Anforderung, weil ich das sehr spannend fand von dir, an so eine Personalisierungslösung? Ja, also an sich, da bin ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse. Besonders finde ich, da Potenzial für uns hat, haben ja die USPs. Schäfer-Shop hat hier wirklich gute USPs, die irgendwie auch an den Seiten, meistens an den PDAs auch untergehen. Und mit dieser Personalisierung könnte man die dann mehr, wie du meintest, First-Time-Visitor, zeig ihm doch, wer Schäfer-Shop ist, zeig ihm, dass wir schnelle Lieferung haben, vielleicht sogar kostenlose, wenn ein gewisses Menge an Volumen bestellt. Und es würde noch zu diesem ganzen Unique-Content noch ein bisschen dazu stoßen. Dann ändert sich was auf der Seite, es wird was gemacht. Da bin ich dann besonders, wir hatten ja das Gespräch, ob ich als Techniker stelle dann sofort die Frage, sehen das die Bots und was für eine Auswirkung könnte es auf die Bots haben? Da fand ich auch gut, dass ihr schon diesen Teil durchdacht habt, wann genau wird der Content refreshed, wann kommen diese neuen Sätze da rein? Also von der technischen Sicht wirklich gut gemacht. Und was uns jetzt auch wichtig ist, wahrscheinlich wissen auch die meisten hier im Call, das kommende Google-Update, das ja jetzt auch verschoben wurde auf Mitte Juni bis Ende August. Das ist so eine Sache bei uns, bei Sistrix haben wir jetzt in letzter Zeit, die letzten Jahre, ständig ein Wachstum gesehen, was die Sichtbarkeit angeht und auch den organischen Traffic. Und dann möchte man ja das nicht verlieren. Und da wir in 3 Wochen Sprints arbeiten, ständig passieren Deployments, irgendwie möchte jeder Bereich neue Tools, neue Sachen testen, implementieren. Da möchten wir sicher gehen, dass die Performance, die Ladegeschwindigkeit, besonders für Mobile, dass die Core Web Vitals dann auch gut sind. Wir sind auf dem Weg. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass wir, was Mobile angeht, erst irgendwie auf der Mitte sind. Aber da haben wir jetzt auch wirklich die ganze Sache auf einer großen Skala angenommen. Über AWS haben wir uns das Lighthouse eingebunden, zusammen mit Screaming Frog. Da werden jetzt täglich Messungen gemacht in einem stabilen, isolierten Environment. Und da können wir dann wirklich sehen, okay, wenn wir Kategorien betexten, wenn wir Produkte betexten, wenn wir ein neues Tool hinzufügen, hat es einen Impact? Wenn ja, welchen? Und auf was genau? Und du hast ja auch die Videos angesprochen, die wir angefangen haben, auf die Produktseiten hochzuladen, das finde ich, hat schon am meisten das Potenzial, die Retention Rate der User darauf einen Impact zu haben. Wir haben die Videos auch technisch überprüft, da wurden auch ein paar Optimierungen gemacht und so wie sie jetzt sind, können sie uns eigentlich nur Gutes bringen. Und es ist alles noch sehr früh, also die ganzen Maßnahmen, die ich hier offenlege, sind wirklich jetzt Work in Progress, aber mit der Zeit bis Ende des Jahres werden wir dann daraus wirklich richtige Cases ziehen können. Und ich hoffe, dass die Ergebnisse zumindest ein Teil so gut sind wie die, die Matthias uns gezeigt hat. Sehr gut. Fragen aus dem Publikum an Romeo, technischer SEO bei Schäfer-Shop? Aktuell keine. Matthias, du nochmal Fragen, womöglich an Romeo. Der hatte ja schon die Chance, dir eine Frage zu stellen, aber auch umgekehrt natürlich von euch Experten untereinander. Gibt es da noch was? Was jetzt so aus der Hüfte gesprochen nicht. Also da wir an anderer Stelle auch das Thema Personalisierung gerade vorantreiben bei einem anderen Kunden, wäre ich dann mal gespannt in, weiß ich nicht, 3 Monaten, 6 Monaten, wenn man da mal so tatsächlich mal so die ersten Ergebnisse sieht. Ich hoffe mal, dass wir aus dem Kundencase, den wir gerade betreuen, dass wir da auch was draus kommunizieren können. Und das wäre dann mal interessant, also ob das in der ähnlichen Liga spielt. Also ich tippe mal, dass da ähnliche Potenziale da sind, aber wie gesagt, man weiß es ja immer erst hinterher, wenn man es gemessen hat. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich. Matthias, bei dir, Romeo, Björn, vielen Dank, dass ihr dabei wart, eure Zeit uns gegeben habt und so tiefe und schöne Einblicke und Meinungen geteilt habt. An die Zuschauer nochmal der Hinweis, nächste Woche das nächste Meetup. Wir werden so ein bisschen über Fails in Daten sprechen und wo Probleme liegen können, wenn man Daten aufbereitet und was man dabei berücksichtigen muss, um schneller zu
guten und auch SEO-tauglichen Ergebnissen zu kommen bei Produkttexten und Kategorieseiten. An der Stelle bleibt mir auch da zu sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war lehrreich. Die Lisa war so nett und hat den Case von Mai-Theresa im Chat geteilt. Also bitte gerne da nochmal den Link mitnehmen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe auf besseres Wetter, dass wir die Grills bald alle anschmeißen können und im Garten sitzen können und zumindest da ein bisschen ein Freiheitsgefühl genießen können. Bleibt alle gesund. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss nochmal auch hier in die Runde. Danke fürs Dabeisein. Bis ganz bald.